Die Party läuft. Heiho, es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Und ihr habt es eben schon gesehen, nach 163, jetzt 164 Parts, läuft die Party endlich. Das bedeutet, wir haben endlich überall Herzchenharmonie. Das hat zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Und wir machen heute weiter, indem wir diese Herzchenharmonie ausnutzen und unsere Harmoniegespräche weiterführen. So, wir gehen das der Reihe nach durch. Ich weiß leider nicht mehr ganz auswendig, ob wir noch irgendwo... Ach, sieht man jetzt ja noch gar nicht. Okay. Wir müssen erstmal irgendwo hinreisen, damit wir sehen können, ob wir hier noch Harmoniegespräche haben. Auf dem Bein des Bionis. So, jetzt nochmal die Karte aufrufen und jetzt sollte man es eigentlich sehen können. Oh, okay, hier ist direkt eins. Noch mehr... Lasst mich kurz gucken. Ich sehe jetzt spontan keins mehr. Okay, dann laufen wir zu diesem Harmoniegespräch. Werden das führen? Bei Tag, bei Nacht? Ja, wir können eigentlich mal Tag lassen. Wir hatten in den letzten Parts so viel Nacht, weil ich ja die Erfahrungspunkte bei Nacht erhöht habe, die Stärke bei Nacht erhöht habe. Können wir zumindest mal tagsüber uns ein bisschen unterhalten, nicht wahr? Schlafen müssen wir eh nicht. Zum Glück. Dumben und Schala, jederzeit. Nun gut, dann packen wir Dunben in die Party und dann sollten wir diese Voraussetzungen auch erfüllen. Ritter Dunben! Medic Schala! Was habt ihr zu besprechen? Erinnerungen. Ich war schon einmal an diesem Ort. Ein einziges Mal. Ja, wann war das? Vor langer Zeit. Aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich war mit Fiora hier. Sie war damals noch ein kleines Kind. Seid wohl Conny neu hierher gewandert? Das war aber ein weiter Weg. Allerdings. Wir sind in Todesangst durch die Tefra-Höhle gehastet. Und dann waren wir plötzlich hier. Wart ihr zum Spaß unterwegs? Ja, bestimmt zum Spaß mit Todesangst. Was war passiert? Ich meine, falls du darüber sprechen willst. Wie lange mag das her sein? 12 Jahre? Die Mekkon hatten angegriffen und wir mussten fliehen. Ach so, ich verstehe. Ich war noch klein, aber an den Tag kann ich mich auch erinnern. Die Mekkon kamen unserem Haus immer näher. Es schien aussichtslos. Na, wenn man so am Stadtrand wohnt, kann das schon blöd sein, ne? Und dann seid ihr einfach losgelaufen? Ja, aber auf dem Weg zum Bunker blieb Fiora plötzlich stehen. Sie hat etwas zu Hause vergessen und wollte zurück. Wie bitte? Wohl etwas sehr Wichtiges. Sonst wäre er sicher nie auf eine so gefährliche Idee gekommen. So ist es. Es war ein Andenken an unsere verstorbene Mutter. Wir konnten es nicht zurücklassen. Warum hast du Fiora nicht zum Bunker vorgeschickt? Du hättest allein zum Haus zurücklaufen können. Dafür war keine Zeit. Außerdem... Außerdem? Sie wollte sich nicht von mir trennen. Als ich sie vorschicken wollte, fing sie an, heftig zu weinen. Also habe ich sie auf den Rücken genommen und bin losgelaufen. Wow, was für eine Geschichte. Du bist wirklich ein Held. Für alle Homes, aber besonders für Fiora. Findest du? Ich danke dir, Schala. Oh. Aber krass, dass die Mekkon früher schon mal angegriffen haben. Ich meine, irgendwie logisch, weil die ja schon lange hier im Krieg miteinander gewesen sind, aber von der Story hatten wir auch nichts gehört. Bisher haben wir in der Äthermine noch Gespräche. Schauen wir mal nach. Ja, ist auf jeden Fall dieser kleine Raum, den ich beim letzten Mal angesprochen hatte, an den ich mich erinnert habe, als ich Tefra-Höhle und Ethermine verwechselt habe. Genau der hier. Hier war, glaube ich, ein Harmoniegespräch. Aber kann gut sein, dass wir das schon geführt haben. Und haben wir hier noch irgendwo eins? Da! Wahrhaftig. Okay, da unten kommen wir überall schon gar nicht mehr hin. Ja, dann gehen wir natürlich da noch hin. Wenn ich den Weg finde. Ah, ich glaube hier runter, oder? War das nicht dieser eine Weg, den ich immer übersehen hatte? Dieser kleine, schmale Gang? Ich glaube, das war der. Okay, laufe ich richtig? Ich glaube, es war nur ein Weg. Von daher müsste ich eigentlich richtig laufen. Was ist hier denn für ein Harmoniegespräch? Bestimmt irgendjemand von den Leuten, die hier waren. Ryan, Schala, Schulk. Ein schwaches Licht. Ansehen, okay. Wow. Diese Ätherlampe sieht so aus wie die Dinger in der Tefra-Höhle. Dieser Weg verbindet unsere beiden Kolonien. Wahrscheinlich wurden sie von Leuten aus Colony 6 aufgestellt. Echt? Die sind von euch?
Siehst du dieses gelbe Glühen? Das ist einer unserer Elektroätherkristalle. Na, deshalb die gelbe Farbe. Man sagt ja auch, Elektrokristalle leuchten am hellsten. Als ich klein war, war ich dafür zuständig, Lampen nachzufüllen. Ich habe die verbrauchten Kristalle durch neue ersetzt. Ich musste bis ganz hinab in die Äthermine. Klingt aufregend. Klingt anstrengend. Klingt aufregend. Das war's auch. Am Anfang habe ich mich ständig verlaufen. Kann ich verstehen, habe ich auch getan hier. Aber irgendwann hatte ich den Grundriss der Stollen im Kopf. Wir haben immer die Zeit gestoppt und gemessen, wer schneller ist. Wir? Du und Gatterer oder wer? War das so offensichtlich? Naja, wenn du mit Tränen in den Augen von früher erzählst und aus dem, was du noch nie von irgendjemand anderem erzählt, also auf Aaron, Juju, Ghetto. Aber muss es um Ghetto gehen? Und ich dachte, du hörst mir gar nicht zu. Hey, ich höre dir immer zu. Shulk erzählt immer, dass du gerne mal unaufmerksam bist. Ja, das sagt er doch nur, damit er selbst sensibel rüberkommt. Ich beneide euch Jungs um eure Freundschaft. Ich wünschte beinahe, ich wäre auch ein Kerl. Ja, um neben Ghetto zu kämpfen? Dann werdet ihr nur Freunde. Nur Freunde? Ja, ihr werdet nie ein Paar geworden. Ach Ryan, weißt du, zwei Männer können auch ein Paar werden. Und du hättest dir den ganzen Liebeskummer erspart. Ich hab mich, dass das so einfach gewesen wäre. Oder? Hab ich das so falsch verstanden? Ich meinte es eigentlich eher so. Als Mann hätte ich an seiner Seite kämpfen können. Das ist alles. Ich hätte viel lieber mit Ghetto gegen die Mekong gekämpft. Doch als der Angriff losging, wurde ich fortgeschickt. Tut mir leid, Schala. Vielleicht hätte ich einfach auf stur schalten und bleiben sollen. Auch wenn das vermutlich kindisch gewesen wäre. Ich war sowieso nie so erwachsen, wie er mich immer gesehen hat. Ich glaube, du warst Ghetto genauso wichtig wie er dir. Und deshalb hat er dich auch zurücklassen wollen. Er wollte, dass du in Sicherheit bist. Damit du in Zukunft Colony 6 leiten kannst. Ich vermisse ihn so sehr. Kopf hoch, Schala. Pass auf, ab jetzt werde ich mich ranhalten. Und ehe du es merkst, werde ich der Mann deiner Träume sein. Gut, dann beeil dich aber. Ich kann nicht ewig warten. Na, da ist sie wieder, meine Schala. Dein Lachen steht dir eben immer noch am besten. Sieh an, ein Kompliment. Wer hätte das gedacht? Ich danke dir, Ryan. Ach, die beiden sind ja eigentlich schon ganz süß, nicht wahr? Jo, dann auf in den Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Da vorne gab es eh kein Harmoniegespräch. Wir teleportieren mal irgendwo in die Mitte. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal dahin und schauen nach, wo wir noch ein Gespräch haben. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Miniboss zu bekämpfen. Ich glaube, Level 108 ist der hier. Ich glaube, der ist sogar da irgendwo. Den werden wir als nächstes mal erledigen. Suche ich Harmoniegespräche, suche ich. Harmonie. Da. Da, sonst noch irgendwo. Ich sehe keins. Okay. Gehen wir hier hin. Kronenbaum. Ah, war das nicht sogar irgendwo oben drauf? Ich glaube, das war sogar hier oben drauf. Klettern wir mal hinauf. Ich bin immer noch fasziniert, wie Dame mit einer Hand klettern kann. Sobald ich loslasse, würde ich einfach nach hinten überkippen. Aber Ritter Dunben kann das. Ritter Dunben kann alles. Kann er auch Harmoniegespräche finden? Ja, kann er. Schala und Ricky jederzeit. Wenn wir uns aber am Sumpf befinden, möchte ich gerne Nacht haben. Weil hier ist nachts einfach schöner. Ricky war das, ne? Schon wieder Schala? Wow, okay. Heute ist Schala-Zeit, Leute. Heute ist Schala-Time. Auf dem Kronenbaum. Okay, ansehen. Ich bin lange nicht mehr auf Bäume geklettert. Erinnert mich an früher. Oh, als Schala noch Jungporn war? Genau. Damals war ich noch klein. Ach, könnte ich doch nur noch einmal die Zeit zurückdrehen. Ricky fühlt sich auch wieder wie Jungporn. Seltsam. Geht's dir genauso? Dir geht es also genauso? Ich habe es als Kind geliebt, auf Bäume zu klettern. Oh, Schala klettert gerne auf Bäume. Sieht aber wie feine Dame aus. Ricky hatte keine Ahnung, dass Schala gern klettert. Das ist lieb von dir, aber ich bin nicht wirklich eine Dame. Dazu sitze ich viel zu gerne im Baumwipfeln. Oh, Ricky und seine Jungfrauen klettern immer zusammen auf Bäume. Bis auf. Bis auf? Oh, ein Jungporn mag das gar nicht.
Wirklich? Oh je, ein Noppon, der nicht klettert. Sind die Noppons denn so als Kletterer bekannt? Eigentlich gar nicht mal so, oder? Wirklich? Oh je. Ist dem Kleinen was zugestoßen? Ja, nein, sozusagen. Ricky hat nur kurz nicht aufgepasst. Jungpon ist ganz hochgeklettert. Konnte allein nicht mehr runter. Hat den ganzen Tag warten müssen, bis Ricky zurückkam. Aber es klingt ja furchtbar. Geht es dem Kleinen wieder gut? Naja, andere Jungpon in Schule machen Witze über ihn. Ärgern Jungpon, weil er Angst vorm Klettern hat. Ist alles Rickys Schuld. Sei nicht zu hart zu dir, Ricky. Dein Jungpon braucht wohl etwas Liebe und Geborgenheit. Wenn die Zeit reif ist, wird es schon wieder klettern wollen. Ricky gefällt, was Schala sagt. Schala ist wirklich nette Hom-Hom. Und du bist ein guter Vater, Ricky. Ein echter Heldenporn-Papa. Oh, ein Heldenporn-Papa. 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 Wir müssen Rickys Kinder besuchen. Wir werden Rickys Kinder besuchen gehen, sobald wir im Grenzdorf sind. Es ist schon nah. Wir sind schon im Inneren von Bayonis. Da haben wir garantiert noch einige Harmoniegespräche. Vor allem hier in dem neuen Teil. Vor allem hier in dem neuen Teil. So, Karte, verrate es mir. Wo? Da und da. Zwei. Noch irgendwo eins. Doch irgendwo eins. Nein, hier oben auch nicht. Okay, dann stehen wir eigentlich schon gut. Dann stehen wir ja schon genau richtig. Ich weiß gar nicht, wie wir zum anderen hinkamen. Konnten wir uns von hier aus irgendwo sogar darunter stürzen? Naja, schauen wir mal. Eins nach dem anderen. Wer hier drin wohl redet? Vielleicht Fiora, weil sie erst zu spät in die Party kam. Und man die Harmoniegespräche hier auch erst zu spät findet. Würde ja passen. Bist du... Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Ich würde sagen, bist du ein Boss, der mich jetzt angreift? Ja, bist du. Oh mein Gott, ich bin so erschrocken, Leute. Hilfe. Mein Herz. Okay. Geist Mahatos, wir haben dich schon mal besiegt, aber ich muss dich jetzt platt machen, weil du mich hier ja sonst nicht durchlässt. Ach, na gut. Na gut, wenn der Boss unbedingt nochmal Action sehen will, dann bekommt er halt nochmal Action. Ich muss auch noch ein paar Meisterbücher sammeln, habe ich ganz vergessen. Sollte ich vielleicht machen, bevor wir uns den letzten krassen Bossen stellen, damit ich hier noch die letzten Techniken aufleveln kann. Das wäre nämlich ganz hilfreich gegen super brutale Überlevel 99 Monster. Ja, muss ich dran denken. Muss ich nur Zeit finden. Ist nämlich ganz schön anstrengend, die Meisterbücher zu bekommen. Erstmal brauchen wir eine Goldkiste. Und dann muss in der Goldkiste auch noch das drin sein, das man haben möchte. Was es leider selten ist. So. Goldkiste. Kalt, kalt. Ricky, haben wir kalt, kalt schon auf Level 10? Das weiß ich gar nicht. Ja, haben wir. Okidoki. So. Da hinten ist unser Harmoniegespräch. Am Ende. An der Klippe. Ricky und Melly jederzeit. Oh, ich mag Ricky und Melly. Fast wie Geschwister, die beiden. Tröstende Worte. Oh. Ob es um Kellyan geht? Oh. Okay, schauen wir mal. Melly! Lach mal, Melly! Oh, ihr seid es, Ricky. Was blickt ihr mich so besorgt an? Es ist alles bester Ordnung. Ah, aber Melly lächelt verkehrt herum. Sieht traurig aus. Ihr habt mich durchschaut. Wovon sprecht ihr? Ihr habt mich durchschaut. Ich dachte gerade an meinen Bruder und meinen Herrn Vater. Oh, Kellyan, okay, ich wusste es. Die Erinnerung schmerzt mich sehr. Oh, Mellys Papa Pon war guter Vogelmann. Und Bruder auch. Ricky mochte beide. Wirklich? Wie lieb von euch, Ricky. Ich bin stolz auf sie. Als Tochter und als Schwester. Sie werden stets einen Platz in meinem Herzen haben. Was bedrückt euch? Ricky traurig, dass er Mellys Familie nicht helfen konnte. Ricky kein wahrer Heldenpon. Das mag sein. Das ist nicht wahr. Wo denkt ihr hin? Das sieht euch gar nicht ähnlich. Wo ist euer Heldenporn-Selbstvertrauen, das ich so... Wo ist euer Heldenporn-Selbstvertrauen, das ich so sehr schätze? Weg! Lasst eure Zukunft nicht von der Vergangenheit betrüben.
Auch ich werde mich bemühen, den Blick nach vorne zu richten. Ungeachtet aller Schmerzen, die wir erfahren mussten. Oh, Melly, starke Vogeldame. Ricky will so stark sein wie Melly. Es ist schön, den Heldenporn zurückzuhaben, den ich kenne. Ich habe ihn schon vermisst. Oh, Ricky will sich nicht mehr beklagen. Will tapfer sein wie Melly. Will immer für Melly da sein, als Beschützer und Freund. Und dafür bin ich euch sehr dankbar, mein tapferer Ricky. Oh, alles wieder gut. So, wo war das andere Harmoniegespräch? War das da unten? Ich glaube, es war da unten, oder? Karte, enttäusche mich nicht. Ja, es war da unten. Geht das mit einem Sprung? Ich will das probieren. Einfach so, weil ich es will. Wahrscheinlich überleben wir das nicht, oder? Ist es zu tief? Sidekicks. Finish fight. Ja, es ist zu tief. Okay. Hätte ja sein können, dass es passt. Ich meine, wir sind Hieropon Ricky. Level 99 und so, aber... Prozentualer Fallschaden hat uns dennoch eliminiert. Ich hoffe, ich komme von der Seite aus hin. Das ist nicht auf der oberen Ebene. Das wäre ein bisschen doof, aber ich glaube, es war sogar hier am Ende. Dann wäre das zumindest keine komplett leere Sackgasse. Ja, da ist es. Wunderbar! Fiora und Schala jederzeit. Schon wieder Schala. Okay. Und Fiora mit ihrem wundervollen Outfit. Fioras Körper. Du, Fiora, darf ich dich etwas fragen? Was ist los, Schala? Frag ruhig. Dein neuer Körper. Er hat keine Fehlfunktion, oder? Ich verstehe nicht ganz. Du siehst nicht so aus, als ob es dir gut gehen würde. Mir geht's gut, keine Sorge. Ist das so offensichtlich? Du leidest also wirklich unter Fehlfunktionen? Ich habe es nie zuvor erwähnt. Aber Linada unterrichtet mich in Machina-Anatomie. Wieso willst du etwas über die Anatomie der Machina lernen? Wenn es hier alles vorbei ist, dann möchte ich keine einfache Sanitäterin mehr sein. Ich möchte als Ärztin arbeiten. Immer mehr Leute kehren nach Corny Six zurück. Und Ärzte werden dringend gebraucht. Das hast du wirklich vor? Unglaublich! Dir fehlt die Energiezufuhr von Maynips Monado. Ich weiß, dass du nur noch wenig Energiereserven übrig hast. Scheint so, ja. Scheint so? Wie kannst du nur so gelassen bleiben? Du musst sofort zurück zu Linada. Sie kann dir helfen. Ja, ich sollte zu ihr gehen. Nein, dazu besteht kein Grund. Oh. Hör mir zu, Fiora. Du musst dich unbedingt in Behandlung begeben. Ansonsten wirst du vielleicht gar nicht überleben, hörst du? Es tut mir leid, dass ich dir so viel Kummer bereite. Aber ich kann nicht zurück. Wie, du kannst... Wie kannst du dein Leben nur so leichtfertig aufs Spiel setzen? Es geht um Shulk. Ich kann ihn jetzt nicht alleine lassen. Wenn jetzt der Körper seine Funktion einstellt und Shulk nicht da ist... Wirf dein Leben doch nicht einfach so fort, Fiora. Mein Schuss wird fest, Charla. Ich kann gut nachvollziehen, wie du dich momentan fühlen musst. Aber deshalb darfst du doch die Hoffnung nicht aufgeben. Eines Tages werden wir dich wieder hinbekommen. Versprich mir, dass du dich nicht aufgeben wirst, Fiora. Ich werde dich retten, glaub mir. In Ordnung, ich verspreche es dir, Schala. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, dann hoffen wir mal weiter, dass wir Fiora retten können. Beim nächsten Mal werden wir aber erst die Harmoniegespräche fortführen und dann widmen wir uns weiter den Brutalobos kämpfen. Also dann, ciao, ciao.